So Leute, herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal, Lechanko hier. Und ja Leute, ich habe seit einer Woche oder so kein Video mehr hochgeladen, sorry dafür. Auf jeden Fall Leute, hat ein YouTuber namens Kames ein Video über mich hochgeladen. Ein YouTuber hat ein Video gegen Lechanko hochgeladen. Ja Leute, auf jeden Fall meint er, dass ich sein Video kopiert habe. Dazu komme ich auf jeden Fall gleich. Leute, das Video, Schwester von Katja Krasavich, das ging durch die Decke. Das hat schon über 30.000 Klicks. Erstmal danke dafür. Und ja Leute, das war wirklich nicht geplant. Also, da ist ein Fehler aufgetreten. Ja Leute, ich erzähle euch mal kurz die Lage. Das war so, ich wollte ein Video unbedingt über diese Katrin machen. Nur die hat einen Tag davor ihr Account einfach gelöscht. Also die hat wirklich ihr Account einfach gelöscht, aus welchem Grund auch immer. Dann habe ich gesehen, dass Kames ein Video über diese Katrin gemacht hat. Da wollte ich ihre Clips rauspicken, sagen wir mal so, und bei mir hinzufügen. Und beim Hinzufügen ist ein kleiner Fehler aufgetreten. Da war auf einmal Kames Gesicht kurz in meinem Video. Und ja Leute, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist ein kleiner Fehler. Das kann mal passieren, wisst ihr, was ich meine? Ja Leute, dann hat noch Kames in seinem Video behauptet, dass ich angeblich seine Antworten geklaut habe. Also das, was ich gesagt habe, das hätte ich angeblich alles kopiert. Stimmt nicht, Leute, ich habe das wirklich nicht kopiert. Kann sein, dass es so ähnlich klingt, aber ich habe auf jeden Fall nicht seine Antworten geklaut. Leute, alles ist gut zwischen uns. Ich wollte jetzt nur hier so ein kleines Video dazu machen, mein kleines Statement. Und ja, ich wusste auf jeden Fall schon Bescheid, dass ein Video über mich kommen wird. Also wir haben schon davor geschrieben. Leute, nehmt es mit Humor, das war alles nur Spaß. Kommt nicht und schreibt nicht unter meinen Kommentar, ey, Kames hat ein Video über dich gemacht, mach mal ein Kontervideo, was weiß ich. Nein, Leute, wir sind gut miteinander, also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Der und ich sind auf jeden Fall korrekt miteinander. Ja, Leute, aber was mir noch aufgefallen ist, dieser Kames, dieser kleine Kames, ist auf jeden Fall frech geworden. Bitte schaut euch das mal an. Ach ja, und Lechanko. Darling. Was macht der mit seinen Augenbrauen? Bitte, was macht er mit seinen Händen? Was ist das für eine Teufelgeburt? Ich bin lieber eine Teufelgeburt anstatt ein Fotokopierer. Wow. Jungs sind on fire. Ja Leute, auf jeden Fall eine kleine Ansage bei 1000 Likes. Was ich glaube, also ich glaube, wir schaffen das so oder so nicht. Bei 1000 Likes, bei wirklich 1000 Likes kommt ein Diss-Track gegen diesen Kames. Also Kames macht sich auf was gefasst, Diss-Track kommt und ja, was soll ich dazu noch sagen? Stopp! Leute, ich wollte euch nur kurz sagen, bitte geht nicht rüber zu Kames und hatet den. Zwischen mir und ihnen ist alles okay, wir haben gerade noch geschrieben, Leute. Es ist alles okay, wirklich, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Und geht bitte nicht rüber und disliked unnötig, bitte. Der ist auf jeden Fall einer der sympathischsten YouTuber, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Jetzt wirklich. Ja, Leute, ihr, nochmal ein kurzer Ausschnitt. Okay, Leute, bevor jetzt irgendwelche Lechanko-Fans mich haten, weil ich jetzt ein Video mache über Lechanko, weil er mein Video kopiert hat. Ich habe die Nummer von Lechanko, ich bin cool mit dem, er ist unnormal korrekter Typ. Hier sind auch die Beweise, da. Ich habe seine Erlaubnis, dass ich dieses Video machen darf und er wird auch ein Video über mich machen. Also, glaube ich zumindest. Also, wenn er sein Wort zumindest hält. Und jetzt an meine Zuschauer, bitte geht nicht zu ihm rüber, egal was ich in diesem Video sage. Es ist nicht ernst gemeint. Also wirklich, Lechanko ist echt ein korrekter, sympathischer Typ. Zumindest auf WhatsApp. Ich weiß nicht, ja, auf WhatsApp feiere ich den voll, Alter. Ich habe mich voll krass und fame gefühlt, wo er ein Audio geschickt hat. Ich habe mich voll so Baba gefühlt. Ja, Leute, guck, er hat selber gesagt, dass alles okay ist. Deswegen, Leute, nehmt alles mit Humor, bitte. Bleibt locker, lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und ja, Leute, haut rein. These after hours got me charged.